doofen Schmerzschuppen im Garten. Au! Au! Danke, dass du mir hilfst, Vanessa. Ich habe heute etwas sehr Wichtiges gelernt. Manchmal wollen Leute auf einer Baustelle keinen Ratschlag kriegen. Gleich solltest du befreit sein, Dad. Oh, danke. Weißt du, Dad, ich glaube, du verbringst zu viel Zeit allein. Du hast recht. Ich brauche einen Freund, einen Abenteuerkumpel wie dir hier. Wenn das Abenteuer ruft, lass nicht die Mailbox rangehen. Wo habe ich Norms Kopf hingelegt? Nein, Dad, kein Roboter. Sieh mal, Perry hat dir eine Karte geschickt. Vermisse dich. Was ist mit Perry? Er war dein Abenteuerkumpel, oder? Ja, war er. Ist lang her. Mach bitte nicht so ein Drama draus. Ruf ihn einfach an. Nein, nein, zuerst muss er mich anrufen. Er hat dir eine Karte geschickt, also hat er schon den ersten Schritt gemacht. Nein, er muss mich anrufen. Mit einem Telefon. Aus dem Festnetz. Sicher. Du weißt aber, dass er nicht sprechen kann, oder? Such dir doch so lange einen neuen Abenteuerkumpel. Ich muss los. Bis dann, Dad. Oh, guten Morgen, Heinz. Vanessa? Hi, Mrs. Murphy. Milos Brief hat es diesen Monat ins Desaster-Magazin geschafft, also hole ich für alle Großeltern ein Exemplar. Könnten Sie so lange auf Dioji aufpassen? Natürlich. Ich werde genau wissen, wo er sich aufhält. Die ganze Zeit über. Hundertprozentig. Wenn Sie sich auf jemanden verlassen können, dann... Dioji! Hierher, Dioji! Da guckt man kurz mal 20 Minuten weg und schon. Dioji!